Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der zweiten Staffel. Und im letzten Part, ja, was war los? Wir sind ja hier eingezogen in dem neuen Apartment und haben unsere Nachbarn kennengelernt, die Familie Balduin. Also, was heißt die Familie? Wir haben mit der Mutter gesprochen und mit der Sophia, dem Kind, haben die schon mal ein bisschen kennengelernt. Dann haben wir irgendeine Frau Baum kennengelernt, irgendeinen Herrn Massen, der auch Volker heißt. Ja, und haben hier einen richtig schönen Tag gehabt, haben noch ein bisschen was am Apartment oben baulich verändert und uns einen Bärentortenkuchen gebacken und ja, uns hier richtig toll wohlgefühlt. Volker war auf der Arbeit, hatte Geld verdient. Jetzt ist ein bisschen was weg, also nicht wundern, ich habe gerade noch was gemacht vor der Aufnahme, zeige ich euch gleich. Der hatte die Auswahl, irgendwas für seinen Medienverlag da zu tun, entweder neue Firmen aufkaufen oder eben die lokalen Sender erstmal behalten und mehr in lokale Nachrichten zu investieren. Das haben wir gemacht, das kam auch gut an. Ja, er hat dann auch so versucht mit irgendwem zu schwatzen, hat aber außer der kleinen Sophia keinen mehr groß kennengelernt. Da kam ihm schon die Melissa entgegen und hat ihn erstmal geschnappt und geknutscht. Und bevor wir jetzt hier weiterspielen, ich hatte ja das Problem, da ja hier Kinder sind, beziehungsweise noch mehr kommen sollen, wo spielen die denn? Ich habe mich im Internet nochmal schlau gemacht, habe ein bisschen rumgegoogelt und guckte mal da, wir haben einen kleinen Spielplatz angebaut. Einen Kletterturm, eine Rutsche, ein Klettergerüst und dieses Karusselldingens. Ich habe gefunden, was man machen muss. Man muss hier einen Cheat eingeben. In diesem Fall auch für bewohnte Apartments. Und dann kann man da auch was bauen oder baulich verändern. Ja. Und das hat funktioniert. Ich habe das direkt jetzt vor der Aufnahme gemacht und habe ausprobiert, ob es auch noch da ist, wenn ich die Aufnahme wieder, also das Grundstück quasi wieder verlasse, in die Nachbarschaft wechsle und neu starte. Ich denke mal, das sollte als Probe ausreichen, weil bei manchen stand dann ja hinterher, war wieder alles weg. Also es ist noch da. Ich hoffe, es bleibt auch da. Es ist, wie gesagt, gespeichert. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir aber erstmal, dass wir mit diesen beiden hier jetzt da irgendwie in der Richtung auch mal was unternehmen, damit wir das auch benutzen können. Also erstmal Play an. Und ja, na, wie geht's dir denn so? Wie war denn dein Arbeitstag? Brauchst du vielleicht mal eine kleine Massage? Das ist doch immer gut, oder? Warum schimpfst du denn jetzt? Melissa, also bitte. Und flirten kannst du auch mal mit ihm. Ihr müsst in die richtige Stimmung kommen. Und, ja, vielleicht noch mal ein bisschen, was können wir denn sonst noch machen? Händchen halten. Oh ja, komm, halte noch mal Händchen und dann umarm ihn noch mal. Romantisch. Und dann gibt es vielleicht noch einen romantischen Kuss dazu. Und zärtlich wäre ja auch gut. Ja, und dann würde ich sagen, wie geht's ihm eigentlich? Sollte noch gehen. Und dann würde ich sagen, Abmarsch mit euch nach oben. Moment, ganz nach oben. Ja, da sind wir. Und dann gehst du dich hier mal entspannen und sagst ihm, er soll mitmachen. Wo haben wir es? Bitten mitzumachen. Ja. Komm, Volker, auf geht's. Ab ins Bettchen. Wir müssen ja für Nachwuchs sorgen, ne? Es wird ja Zeit. Also wir haben jetzt alles hier soweit eingerichtet und gemacht und getan. Die Laufbahnen, die Nebenlaufbahnen auf Familie gestellt. Wie gesagt, wir werden eine Weile hier wohnen bleiben. Irgendwann ziehen wir um, ist klar. Weil das auf Dauer natürlich hier vom Platz nicht so dolle ist. Aber erstmal werden wir hier wohnen und auf jeden Fall unser Kind hier auch bekommen. Und dann müssen wir mal gucken. So, da kommt da der Gute. Ja, unsere Bäumchen stehen jetzt hier. Die Roboterstation habe ich mal dahin gemacht. Da ist auch noch Platz. Da müsstest du hinkommen, mein Süßer. Ja, und dann wollen wir natürlich unser Schlafzimmer auch einweihen und alles, ne? Nein, nicht zauberwirken. Kuscheln. Und küssen. Und ja, wie wäre es denn jetzt mal mit in Richtung Baby machen? Ja. Lass uns ein Baby machen, mein Süßer. Lass uns hier mal die Wände wackeln lassen und so weiter und so fort. Ich möchte gerne schwanger werden. Ich freue mich auf Familie.
Na? Das war doch hoffentlich erfolgreich. Wir werden sehen. Wir können ja hier leider keinen Schwangerschaftstest machen. Aber ja, das denke ich mal, wir versuchen es halt einfach mal so, ne? Weil, wie gesagt, wir wollen ja Nachwuchs haben. Jetzt ist dieser Baum da weg. Ne, egal. So. Dann lassen wir die beiden erstmal schlafen. Das ist auch in Ordnung. Volker hatte ja auch einen anstrengenden Tag. Apropos anstrengender Tag. Es ist Dienstag. Okay. Und da müsste Melissa auch wieder arbeiten. Okay. Ich sag mal, ich habe jetzt auch geplant. Sie hat ja den Wunsch jetzt, wie war das, Spieleentwicklerin werden. Werden wir natürlich auch irgendwann in Angriff nehmen. Nur bis dahin habe ich mir überlegt, solange wie sie dann Kind hat und so weiter, damit sie ihren Job auch weitermachen kann und sie verdient ja auch sehr gut, werde ich das erstmal so laufen lassen, wie es jetzt gerade ist. Und später kann sie ja dann immer noch, wenn das Kind groß genug ist, in die Schule geht und so, kann sie ja dann immer noch wechseln. Finde ich, denke ich, ganz okay. Und bei Volker, den lassen wir auch erstmal noch in seiner Karriere mit dem superkriminellen Superhirn, weiß ich noch nicht. Ich lasse das einfach mal alles, wie es ist. Und dann gucken wir mal, vielleicht können wir das auch noch ändern. Müssen wir mal schauen. So, jetzt macht er euch erstmal alle fertig. Er hätte dann auch Hunger. So, musst du eigentlich duschen? Eigentlich nicht, ne? Egal. Mach du ruhig und dann könntest du ja mal ein Frühstück servieren. Was können wir denn alles machen? Müsli, Pfannkuchen, Omelette. Omelette zum Frühstück? Ja, warum denn nicht? Das ist auch mal was Feines. Wir müssen ja hier erstmal unseren Kühlschrank bestücken. Ah, ich hoffe, die Kinder nutzen das. Also hier vorne ist ein Gartentor. Und hinten konnte ich es irgendwie aus irgendeinem Grund nicht ganz bis an die Wand ziehen, das Ding. Da sieht man auch ein kleines Loch. Also da kann man auch noch durchhuschen. Aber ich denke, so haben die Kinder oder das Kind oder die Kinder, ja, es sind ja eigentlich zwei. Wie gesagt, die haben noch ein Kleinkind, das irgendwie nicht da war. Aber so haben die was zum Spielen. So, warte mal, du gehst jetzt mal bitte hin, Simoleons ernten und gießen. Und dann kannst du hier auch mal ernten und gießen, auch wenn es irgendwie nicht leuchtet. Ist ja egal, mach das mal. Bis dahin hat Melissa unser lecker Essen fertig. Ja, genau. Deck mal den Tisch. Ja. Yeah. Ach, ich freue mich, dass das doch noch geklappt hat. Ich musste ziemlich suchen. Also, was heißt ziemlich suchen? Eigentlich musste ich gar nicht suchen. Ich habe halt geguckt, bauen bei Apartment leben. Und dann stand da halt wirklich dieser Cheat, der heißt... Aber ich sag nur, wie er heißt. Müsst ihr mal selber gucken, wie sich das dann schreibt. Wie heißt das Ding? Bullprop Apt Base... Nee, das ist ja für Unbebaute, genau. Bullprop Apt Subplot Specific Tools Disabled. Je nachdem. Und dann muss man halt dann in den... Also wenn man das eingegeben hat, dann geht man in den Kaufmodus und dann kann man in den Baumodus wechseln und dann geht das erstmal. Also, keine Ahnung. Es hat funktioniert, der Rest interessiert mich nicht. Wenn ihr den Cheat genau wissen wollt, könnt ihr das mal ja in die Kommis schreiben, dann kann ich euch den in, reinschreiben in die Infobox. Ansonsten, das findet ihr überall bei Sims 2 Cheats Apartment Leben, da steht das überall dabei. So, ihr habt gefrühstückt. Sehr schön noch. Und sie unterhalten sich so schön. Ach, ich bin so happy. Das glaubt ja keiner, wie happy ich jetzt bin, ne? So, gut, dann... Was? War so lecker, das Essen? Oder kriegst du schon Magenkrummeln? Was lacht sie da immer? Was macht die denn? Gratulieren, du willst ihm gratulieren. Ja, stimmt, er hat immerhin 42.000 Simoleons an Land gezogen mit seinem Dingsbums da. Nee. Okay, gut, dann machen wir Folgendes. Melissa, Hausfrau, räumt mal auf. Du tust das weglegen und das abspülen und abspülen. Okay. Und er hier, was möchtest du denn? Wann musst du los? Moment mal, erstmal gucken. Um 10 wird er geholt. Wir haben jetzt 9, muss er eh gleich weg.
dann braucht er gar nichts mehr großartig anfangen. Was willst du denn mit deinem Schatzi auch gratuliert bekommen? Ja, bitte. Mach, wie du denkst. Sie Ah, nee, ich würde sagen, du gehst mal schnell ans Telefon. Da hängst du doch. Geh mal abheben. Ja, war lecker, ne? Finde ich auch. 9 Uhr Dienstag. Ah ja, und da ist die Anzeige von wegen an die Arbeit. Die kennen wir doch eh nicht, die Leute. Komm, tu die weg. Geh arbeiten. Tschüss, mein Schatz. Ich geh dann mal. Ja, tschüss, Schatzi. So, müssen wir irgendwas putzen, säubern, keine Ahnung. Doch, hier, säubern. Du darfst gleich trainieren. Das ist eine gute Idee. Trainier du noch mal, bevor du, ne, du weißt schon, wie ein kleiner Hefeteig dann auseinandergehst. Das ist eine super Sache. Dann geh mal trainieren. Was haben wir denn an neuen Wünschen? Bücherregal kaufen und ein Schlagzeug. Haben wir hier kein Bücherregal? Ich glaube ja wirklich, ne? Das ist das Problem. Hier ist die Türe. Ich kann hier nicht so viel Zeug hinstellen. Da war wirklich kein Bücherregal. Geht ja gar nicht. Hey, Herr Vermieter, was machen Sie in meiner Wohnung? Hallo? Der kommt und gießt meine Pflanzen? Hallo? Darf der das? Einfach so in meine Wohnung rein? Auch wenn ich... Na ja, gut, ich bin doch da. Könnt ihr ja erstmal klingeln, ob ich gerade in Unterwäsche da rumrenne oder so. Also ehrlich. Aber gut, wir gucken mal kurz in den Kaufmodus. Bücherregal, Bücherregal. Ja, das wäre schon irgendwie sinnvoll, wenn man Bücher hätte, ne? So. Was würde denn hier reinpassen? Oh, sowas Schickes eigentlich. Wäre ja cool, ne? Würde hier irgendwie... Wow, das würde gut aussehen. Könnte man denn das hinstellen? Ich habe ja immer das... Warte mal, ich habe ja immer das Problem, ich muss erst gucken. Hier ist doch noch Wand. Ganz viel Wand. Da könnte man doch, oder? Ja! Guckt mal, das passt da sogar hin. Jo, das lassen wir so. Prima, wir haben uns ein Bücherregal gekauft. Juhu, Wunscherfüllung. Yeah, aber sie will sich immer noch nur mit Leuten anfreunden. Sie will die Rosalie besuchen. Ach, Rosalinde, das war, glaube ich, die, mit der wir uns hauptsächlich angefreundet hatten. Zeig mal, ich will dich beim Trainieren beobachten hier. Sie lernt ja nichts mehr, ne? Die hat ja alles. Warte mal kurz. Ich habe mich nämlich vertan. Die Mama von der Sophia hat sie gar nicht so sehr kennengelernt. Das war eher die Rosalinde, die jetzt hier irgendwie gerade wieder nicht angezeigt wird. Ich weiß nicht warum. Aber wir könnten doch mal sie besuchen, die Isabelle. Das wäre doch auch mal was. Das wäre doch mal wirklich was. Warum hast du keinen Familienwunsch, Mensch, Mädel? Egal. Sie trainiert und trainiert und trainiert. Ich würde sagen, du hast dann auch mal genug trainiert, oder? Ja, komm, machen wir die Stunde noch voll. Und dann ist gut. Ist das jetzt schon? Ja, genau. Das reicht. Dann musst du dich aber wieder umziehen. Da gucke ich doch gleich mal. Umziehen, Alltagskleidung. Hä? Was ist das für ein Geräusch gewesen? Macht hier irgendwer irgendwo was? Ach, guck. Wer ist denn das? Benjamin Balduin. Ah, den haben wir noch nicht kennengelernt. Hat das mit dem Umziehen jetzt geklappt? Warte kurz, ich muss gucken. Ja, sie hat sich umziehen können. Okay. Steht also nichts vor dem Ding. Ah, dann können wir den ja mal kennenlernen. Das ist ja auch mal eine Idee. Genau, mit... Oh, wow. Gut, den wollen wir auch mal kennenlernen. Beplaudern wir direkt mal und unterhalten ihn mit einem Witz und keine Ahnung, vielleicht noch ein bisschen über Hobbys reden. Was könntet über Sport? Wir haben ja gerade trainiert. Das ist eine gute Einleitung. Ja, komm, mach wieder auf Was P du und hast ab hier geht die Post. Mugabia-T-Shirt? Ja, wir hatten ja nur die Frauen hier das Nee, letzte Mal, Dame. genau. Die Männer irgendwie Gerade. nicht so. Es hätte eine Außer Weile. ihm hier, den Volker Massenmessen, ich kann es nicht richtig lesen. Chiot? Was? Du bist fertig mit Abhängen? Ja, nee, ich will jetzt mit dir nicht abhängen. Ich will hier erstmal mit den anderen Leuten abhängen und die kennenlernen. Und dann wollen wir natürlich auch mal die Leute in den Wohnungen besuchen. Ja, ich euch natürlich auch zeigen will, also zumindest bei den Balduins. Die wurde mir ja angezeigt, als ich hier eingezogen bin. Das hat mich auch wieder gewundert, ne? Als ich hier rein bin ins Spiel,
umzubauen, hatte ich gedacht, dass jetzt Massen und Baum, die beiden, ne, die hier mit drin sind, auch angezeigt würden, als dass die auch hier wohnen. Die werden mir nicht angezeigt in der Auswahl. Also ich weiß immer noch nicht so genau, wie das immer so läuft. Aber ist ja egal. So, dann quatsch mal mit ihm. Sag ihm, du hast seine Tochter kennengelernt und es ist ja eine ganz Liebe. Und überhaupt. Ja. Ja, ja, man kann sich ja mal unterhalten, ne? Also mit ihm? Nee, nee, das war nicht das richtige Thema, Mädel. Nein, nochmal reden, nochmal plaudern, komm. Und vielleicht mal auch über Interessen reden, das wäre ja auch mal eine Idee. Wissen vermitteln? Na, wir könnten mal von der Reise erzählen. Ja, er ist nicht so der Schwatztyp. Das mag er auch nicht, Gott. Vielleicht nochmal über Hobbys? Ja, Musik scheint er nicht so drauf abzufahren. Vielleicht Bastelarbeiten. Männer und Bastelarbeit, das sollte doch hinkommen, oder? Also sportlich scheint er zu sein. Das ist so... Ja. Ah, das ist doch seine Frau. Ich habe übrigens gemerkt, ja, dass die alle irgendwie ziemlich die gleichen Frisuren haben, was ein bisschen blöd ist. Gerade mit den beiden Damen, Baum und Balduin, die haben auch noch fast die gleiche Haarfarbe. Das ist, ja, schwierig, die dann immer auseinanderzuhalten. Aber gut, die Namen werden angezeigt. Ja, du würdest gern in den Whirlpool, aber jetzt habe ich dich angeklickt, ne, um mich mit dir zu unterhalten. Das ist halt, ja, wir müssen uns kennenlernen. Ich möchte mit dir und deinen Kindern auch noch ein bisschen was tun und so. Arbeitet ihr eigentlich? Ich weiß es ja gar nicht. Können wir uns über Kochen unterhalten? Habt ihr einen Job? Oder habt ihr heute nur frei? Nee, die mögen mich nicht. Ey. Was ist los? Melissa, du musst nicht so Verrenkungen machen. Ah, das gefällt ihr aber. Ah, im Weltraum hat es das auch. Aliens und Astronauten. Naja, aber vielleicht doch nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Bin mir ja nicht so sicher. Also das funktioniert zumindest vom Gespräch her. Ah, jetzt geht's um Musik, glaube ich. Ja, welche Musik magst du denn? Genau, Musik ist auch was Feines. Magst du Musik? Können wir ja mal fragen. Musik und Tanz vielleicht? Ist das was für dich? Ich weiß ja nicht. Ich kann dir auch mal zeigen. Ich kann Breakdance. Schade, kann ich dir noch nicht zeigen. Sowas auch. Ah, ich hätte dir jetzt zu gern mal meinen Breakdance gezeigt. Naja. Sag mal, hast du nicht Kinder? Kann ich dich was fragen? Warte mal, man kann doch immer... Alter, war's doch. Was hat der denn auf dem Kopf? Oh, gehst du jetzt arbeiten? Ich kann ja mal nach dem Sternzeichen fragen. Also Musik ist auch schon eher was für sie, scheinbar. Ah, sie ist Fisch, okay. Das ist interessant. Und was hast du für Fähigkeiten? Warum quietscht die da immer so? Logik, darin ist sie gut und kreativ. Ach, deswegen haben diese Themen auch gepasst. Okay. Ja, dann müssen wir nochmal da weiter quatschen. Und kannst du auch mit ihr über Wissenschaft quatschen? Du hast doch... Nee, die Wissenschaft ist irgendwie weg. Vielleicht mag sie trotzdem Bastelarbeiten, wenn sie kreativ ist, könnte ihr das gefallen. Ja, was könnten wir dann machen? Wir könnten uns dann da auch wieder zum Mitmachen reinsetzen. Irgendwie habe ich ja mit ihr gerade nicht viel zu tun, ne? Sie hat so großartig keine Wünsche. Moment, wir sind gealtert. Wann sind wir denn gealtert? Zeig mal, oder? Ich sehe nichts. Nee, zeigt mir hier nichts an. Huch! Achso. Ja, in 19 Tagen. Das muss ich beobachten. Ja, komm, geh doch da rein. Mitmachen. Hier. Habe ich eben dumm geklickt, kann sein. Ja. Das ist ja der Ehemann. Da könnt ihr euch noch ein bisschen unterhalten. Schulzeit und Wetter und keine Ahnung. Also 19 Tage, warte mal, hatte ich... Das kann sein, dass das ein bisschen gedauert hat, bevor ich die Alterung ausgeschaltet hatte. Oder sie ist wieder an, weil wir auf einem anderen Grundstück sind. Aber das kann ja nicht so schnell... Naja, egal, wir werden sehen. Ei, hallo, bist ja schon wieder da. Komm doch zu uns, mach mit, komm. Bitten mitzubaden, auf. Dann sitzen wir hier so schön zu dritt, ist doch auch ganz nett.
So, gibt's hier. Oh, guck du mal, ich hab doch was gehört. Ja, das erste Kind, die liebe Sophia, nutzt schon direkt den neuen Spielplatz und freut sich. Oh, guck du mal, sie sieht voll glücklich aus. Apropos glücklich, ich muss mal einen Blick auf die Uhr werfen. Ich bin auch ganz glücklich. Und die Zeit sagt, es ist Ende Gelände. Jo, dann würde ich sagen, dann behalten wir dieses schöne Bildchen auch gerade hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und freut euch genauso wie ich, dass das mit dem Spielplatz hier geklappt hat. Ja, und dann schauen wir mal in dem nächsten Part, wie es hier weitergeht und vor allem, ob denn das Babymachen auch schon Früchte trägt. Ich kann ja hier leider keinen Schwangerschaftstest machen. Naja, gut. Also, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.